Wo wir noch Besucher 8 haben. Ja, das hatte mein Mann. Wo sie auch noch Besucher 8 haben. Ja, 3, 4, 3, genau. Hat mein Mann auch noch einen. Ja. Mhm. Und das sind die Erinnerungen, die kriegt man ja sonst nicht mehr wieder. Oder? Und vor allen Dingen auf den Filmen ist es ja nun mal schöner, wie nur auf Bilder. Ja, also wenn ich das jetzt sehe. So, die ersten und so. Schön. Sie sehen in der Bahn die Stadt. So, jetzt planen wir alle so in dieser Reihenfolge. Ihr seid ja schon groß jetzt. 67. Ja, 91. Hallo. Thank you.
Keine Ahnung, aber. Besprochen, ne? Ja, das ist so cool. Bist ja schließlich noch zu Hause, wenn du dich da kann man dem Publikum den Arsch zustrecken. Geht gar nicht. Gewonnen hat mit einer
Wertnote von 7,5 die Startnummer 67. Ja. Rosine, vorgestellt von Mira Tillmann. Zweite wurde mit einer Wertnote von 7,3 die Startnummer 84. Dior, vorgestellt von Naila Rache. Dritte wurde mit einer Wertnote von 7,0 die Startnummer 60, Azaro, vorgestellt von Vika Stadzinski. Vierte wurde mit einer Wertnote von 6,8 die Startnummer 91, Moritz, vorgestellt von Salome Reif. Die Startnummer 70, Pope, vorgestellt von Sonja Lesch. Und dann haben wir zwei sechste Plätze, jeweils mit einer Wertnote von 6,6. Einmal die Startnummer 68, Bella, vorgestellt von Isabel Jansen. Und die Startnummer 53, Red Devil, vorgestellt von Nele Schäfer. Wunschgetränk, ne? Ja. Das ist alles eigener, ne? Mhm. Ja. Der kleine Fuchs hier, der eigentlich ganz schön geht. Das ist nur alter Wechsel hier noch. Ja, ja. Ja. Das muss auch die Schätze.